Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung von mir. Heute möchte ich mit euch gemeinsam eine Kreisweste häkeln und hierfür verwende ich wieder ein Bobbel. 200 Gramm, ca. 800 Laufmeter für die Größe 36-38. Für weitere Größen grob geschätzt zwischen 200 und 300 weitere Laufmeter pro weitere Größe. Das ist so eine grobe Schätzung von mir. Ich verwende die Häkelnadel 4,0. Eine Wollnadel und ihr braucht natürlich auch eine Schere. Und wenn euch diese Anleitung gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt eine der Ersten sein, die es nachhäkelt. Und gerne könnt ihr natürlich meine Videos auch teilen auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Gerne auch WhatsApp über die Teilen-Funktion, den Link. Und ja, jetzt geht's los. Viel Spaß. So, und ich beginne damit, dass ich eine Masche auf die Nadel aufnehme. Ein Teil des Rückens wird ausnahmsweise bei dieser Kreisweste nicht von Anfang an in Runden gehäkelt, sondern ich beginne in Reihen zu häkeln. Dafür benötige ich eine Luftmaschenkette, die ich euch gleich zeige. Ich möchte hier nochmal kurz vorweg was erklären an einer kurzen Skizze, wo ich so ein T-Shirt eingezeichnet habe. Und zwar für diesen Teil von hier oben bis hier unten ungefähr werde ich rein häkeln, sodass man danach leichter diese Armausschnitte mit häkeln kann. Und danach, wenn wir diesen Streifen quasi haben, dann werde ich übergehen und in Runden häkeln. Das werde ich euch Schritt für Schritt in diesem Video zeigen. Also keine Angst, es wird nicht hochgradig extrem kompliziert, sodass eben auch Anfänger, sag ich jetzt mal, mit Grundkenntnissen, die Grundkenntnisse beherrschen, mitmachen können. Wichtig ist, dass ihr eine Luftmaschenkette häkelt, die von diesem einen Punkt hier zu diesem Punkt geht. Also dass ihr quasi diesen Teil als Streifen gleich häkeln werdet. Eine Luftmaschenkette, die einmal hier rüber reicht. Die Maschenanzahl, die muss teilbar sein insgesamt durch 10 plus 3. Also gut mitzählen, während ihr häkelt. Und vielleicht habt ihr ja ein T-Shirt, was ihr verwenden könnt, wo ihr das mal anhalten könnt. Weil bei sich selbst, wenn man gerade ein T-Shirt anhat oder vorm Spiegel, ist das immer ein bisschen schwierig. T-Shirt flach auslegen und von der einen Naht hier bis zu dieser anderen Naht eine Luftmaschenkette häkeln. Und hier beginne ich mal. Also durch 10 plus 3. So, Reihe 1 beginnt damit, dass wir jetzt erstmal 7 Luftmaschen neben der Nadel abzählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In die 7. Masche stechen wir ein und häkeln eine feste Masche. Dann 5 Luftmaschen. Und unten abzählen 4 Maschen, 1, 2, 3, 4 und in die 5. häkeln wir dann eine feste Masche. Im Übrigen habe ich gerade eben insgesamt 63 Luftmaschen gehäkelt für die Größe 36-38. Also das mal so als Anhaltspunkt. So, und jetzt häkeln wir die ganze Reihe 5 Luftmaschen. Und zählen unten ab 1, 2, 3, 4 und in die 5. stechen wir ein und häkeln eine feste Masche. Das die ganze Reihe lang. Immer 5 Luftmaschen häkeln, unten 4 abzählen und in die 5. eine feste Masche häkeln. Und dann sehen wir uns zum Ende der Reihe wieder. Dann zum Ende der Reihe hin nochmal 2 Luftmaschen häkeln, was ich hier getan habe. Und in die letzte Masche
der Reihe dann eine feste Masche häkeln. So, Reihe 2 wird begonnen mit 3 Steigeluftmaschen. Die sind Ersatz für das erste Stäbchen. Und in diesen Luftmaschenbogen, der eben entstanden ist durch diese 2 Luftmaschen, die wir noch zum Abschluss gehäkelt haben, in diesen Bogen häkeln wir jetzt 2 Stäbchen. Sodass wir insgesamt mit diesen ersten 3 Steigeluftmaschen 3 Stäbchen quasi haben. Dann 3 Luftmaschen. In den nächsten Bogen, der hier kommt, eine feste Masche. Und zwar häkel ich die hier unter dem Bogen durch. Nicht durch eine bestimmte Luftmasche, sondern hier durch den Bogen hindurch. Eine feste Masche. Dann wieder 3 Luftmaschen. Und in den nächsten Bogen, der kommt, 5 Stäbchen. Danach nochmal 3 Luftmaschen. Und in den nächsten Bogen wieder eine feste Masche. Und so geht das jetzt weiter. 3 Luftmaschen. Dann in den nächsten Bogen wieder 5 Stäbchen. Wieder 3 Luftmaschen und in den nächsten Bogen wieder ein Stäbchen. Und so geht es jetzt die ganze Reihe weiter. Und zum Ende der Reihe hin, für den Abschluss, sehen wir uns dann gleich wieder. So, zum Abschluss der Runde habe ich hier, oder der Reihe, hier nochmal diese 3 Luftmaschen gehäkelt und befinde mich jetzt hier in der letzten Luftmaschen, in dem letzten Bogen, und hier häkel ich genauso wie ich begonnen habe mit 3 Stäbchen zum Abschluss der Runde oder der Reihe auch wieder 3 Stäbchen hinein. Also so wird die Reihe dann abgeschlossen mit 3 Stäbchen, und Reihe 3 wird begonnen mit 3 Luftmaschen. Und wir gehen dann hier über in diesen ersten Bogen. Da häkeln wir eine feste Masche hinein. Und dann häkeln wir immer 5 Luftmaschen. Gehen dann weiter zu diesem nächsten Luftmaschenbogen. Häkeln eine feste Masche. Dann wieder 5 Luftmaschen. Gehen über zum nächsten Bogen hier. Neben diesen 5 Stäbchen häkeln auch wieder eine feste Masche, und so geht das jetzt weiter. Immer 5 Luftmaschen und in den nächsten Bogen eine feste Masche, wieder 5 Luftmaschen und in den nächsten Bogen eine Masche. Und so häkelt ihr jetzt die ganze Reihe weiter, Reihe 3, und dann sehen wir uns zum Abschluss der Reihe wieder. Und zum Abschluss der Reihe 3 häkeln wir dann 2 Luftmaschen, und hier geht es darum, diese 3 Luftmaschen, die wir in der Vorreihe am Anfang gehäkelt haben als Ersatzstäbchen, da gehen wir ganz oben in die oberste Luftmasche hinein, in die dritte, und häkeln da eine feste Masche hinein. Im Übrigen, diese Bobbel in ganz vielen unterschiedlichen Farben und nähere Details dazu, auch wo man sie erhält und wie viele Farben es gibt in unterschiedlichen Varianten, findet ihr als Link in der Infobox direkt unter diesem Video.
Und jetzt zeige ich euch, wie man Reihe 4 häkelt. Und zwar beginnen wir mit 4 Luftmaschen. Und gehen dann hier in diesen, hier haben wir hier den kleinen Bogen von der Vorreihe, den überspringen wir und gehen in den großen Bogen und häkeln hier wieder unsere 5 Stäbchen. Danach wieder 3 Luftmaschen und dann gehen wir in den nächsten Luftmaschenbogen der Vorreihe und häkeln eine feste Masche. Dann geht es wieder von vorne, 3 Luftmaschen, in den nächsten Luftmaschenbogen gehen und hier 5 Stäbchen häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen und in den nächsten Bogen wieder eine feste Masche. Und genauso häkelt ihr jetzt weiter die ganze Reihe 4 und zum Abschluss der Reihe sehen wir uns dann wieder. So, und um Reihe 5 zu beenden oder Reihe 4 zu beenden, habe ich hier diese 3 Luftmaschen nochmal gehäkelt, die dann am Ende dieser 5er Stäbchenkette kommt. Und hier häkel ich dann nicht mehr in diesen Luftmaschenbogen, in diesen kleinen hier vom Anfang, sondern gehe in diese erste Luftmasche hier vom Anfang der Vorreihe, steche dort hinein und häkle eine feste Masche. So wird Reihe 4 abgeschlossen. Jetzt gehen wir in Reihe 5 über und häkeln 5 Luftmaschen. Und gehen dann auch gleich in diesen ersten Luftmaschenbogen und häkeln dort hinein eine feste Masche. Dann wieder 5 Luftmaschen. Gehen in den nächsten Luftmaschenbogen neben diesen 5 Stäbchen und häkeln dort eine feste Masche. Und genauso häkeln wir jetzt weiter, wieder 5 Luftmaschen. In den nächsten Luftmaschenbogen gehen, eine feste Masche, 5 Luftmaschen dann in den nächsten Luftmaschenbogen, also die 5 Stäbchen überspringen und eine feste Masche und genauso jetzt diese ganze Reihe weiter häkeln. So, ich habe nun eben nach diesen 5 Stäbchen der Vorreihe nochmal hier eine feste Masche in den Luftmaschenbogen gehäkelt, nachdem ich hier diese 5 Luftmaschen gehäkelt habe. Und jetzt zum Abschluss häkeln wir nochmal 2 Luftmaschen und gehen dann hier in diese erste Luftmasche der Vorreihe und häkeln hier unten ein Stäbchen hinein. Und so wird Reihe 5 abgeschlossen. Und ihr könnt jetzt schon langsam das Muster erkennen, was wir jetzt Stück für Stück, Reihe für Reihe weiter häkeln. Und zwar werden die Reihen Reihe 2 bis 5, die wir eben gehäkelt haben, immer wiederholt. Also 2 bis einschließlich 5 immer wiederholen, so wie ich es euch eben gezeigt habe. Und zwar so weit, ich habe hier nochmal diese Zeichnung vom T-Shirt, bis wir auf dieser Höhe, ich zeige das mal mit der Häkelnadel, das geht glaube ich am besten, bis wir auf dieser Höhe hier beim T-Shirt angekommen sind,
wo dieser Armausschnitt, wo diese Nähte hier aufeinandertreffen. Hier quasi, wenn man sich hier so eine Linie vorstellt, so auf dieser Höhe von hier oben angerechnet. So, also von der Breite her oder von der Höhe her, sage ich jetzt mal so in der Form. Deswegen sage ich jetzt keine bestimmte Reihenzahl an, weil jede Konfektionsgröße oder auch jede Frau in der gleichen Konfektionsgröße hat ja ihre eigenen Höhen und Tiefen, auch in der Figur, also nicht nur im emotionalen Bereich. Und wie gesagt, dann eben am besten ist es, ihr nehmt ein T-Shirt von euch, was gut sitzt und nehmt dort von dort an die Maße, dass wir ungefähr so einen Streifen häkeln. Und wenn ihr soweit seid, dann sehen wir uns zum nächsten Schritt gleich wieder. So, ich habe jetzt das Muster weitgehend gehäkelt, die ganzen Reihen, die ich benötige. In meinem Fall hier für Größe 36, 38 habe ich insgesamt 25 Reihen gehäkelt, dieses Muster. Aber schaut lieber selbst an eurem T-Shirt, wie ihr das am besten abmisst. Es kann sein, dass ihr nochmal zwei weitere Reihen, auch wenn ihr die gleiche Größe habt, benötigt. Also zur Sicherheit lieber nochmal abmessen. Wichtig ist, dass ihr aufhört, wenn ihr diese Luftmaschen rein gehäkelt habt. Immer mit diesen 5 Luftmaschen und nicht mit diesen 5 Stäbchen Gruppen. Also das ist ganz wichtig, weil wir diese Luftmaschenreihen jetzt benötigen, weil jetzt hört es auf, dass ich in Reihen häkle, jetzt beginnt es, dass ich in Runden häkle. Hierfür beginne ich mit 3 Steigeluftmaschen. Sie dienen auch hier wieder als erstes Ersatzstäbchen, drehe nochmal um. Und jetzt habe ich ja hier diesen kleinen Luftmaschenbogen, hier häkle ich insgesamt 2 Stäbchen rein. Dann habe ich hier die feste Masche der Vorreihe. In diese feste Masche häkel ich auch ein Stäbchen. Und jetzt beginnt es in der Wiederholung. In diesen 5 Luftmaschenbogen der Vorreihe häkel ich 4 Stäbchen. Und dann in die feste Masche, die kommt, auch ein Stäbchen. Und jetzt immer in der Wiederholung in jeden Luftmaschenbogen von diesen 5 Luftmaschen der Vorreihe 4 Stäbchen häkeln, in die feste Masche ein Stäbchen. Dann wieder in diesen Luftmaschenbogen 4 Stäbchen, ein Stäbchen in die feste Masche und so weiter. Und das jetzt erstmal die ganze Reihe lang. Und dann, wenn ihr am Ende angekommen seid, sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. So, jetzt bin ich hier am Ende der Reihe angekommen, in diesem letzten Luftmaschenbogen. Hier häkel ich 3 Stäbchen hinein. Und jetzt geht es darum, dass wir hier an diesem Seitenstück weiterarbeiten. Und hier kommt jetzt der Armausschnitt. Den häkeln wir als Luftmaschenkette zunächst. Und wir häkeln eine Luftmaschenkette, die genauso lang ist wie diese Strecke. Sie darf nicht gedehnt, nicht gezerrt sein. Sie darf aber auch nicht zu locker sein. Ich zeige euch das gleich, wenn ich mit meiner Luftmaschenkette fertig bin. Sie sollte einmal komplett längs an der Seite herunterführen. Und wie ihr schon seht, habe ich hier ja begonnen. Ich häkel weiter fleißig meine Luftmaschenkette und zeige euch dann gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt meine Luftmaschenkette hier fertig gehäkelt. Also sie sollte sich nicht zusammenziehen, sie sollte aber auch nicht zu straff gezogen sein, sondern ganz normal hier entlang führen. Und sollte, jetzt ziehe ich das hier mal so ein bisschen rüber, sollte ein kleines bisschen unten abstehen, so mit 2, 3 Maschen.
Ich habe hier drei Maschen, die hier abstehen. Also ein bisschen länger sein. Und dann beginnen wir das Ganze von vorne. So wie wir das eben gemacht haben. In den Anfangs- und Endluftmaschenbogen kommen jeweils drei Stäbchen rein. Dann in die festen Maschen ein Stäbchen. Und dann in jeden Luftmaschenbogen vier Stäbchen. So wie eben auch. Feste Masche auch wieder ein Stäbchen. Und wieder den Luftmaschenbogen mit vier Stäbchen und so weiter. Und ganz am Ende der Reihe hier machen wir auch wieder drei Stäbchen in den letzten Luftmaschenbogen. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. So, nachdem ich hier die letzten Stäbchen auch gehäkelt habe, habe ich in der Zwischenzeit für den nächsten Armausschnitt schon die Luftmaschenkette gehäkelt. Und genauso wie wir das eben gemacht haben, nicht zu locker, nicht zu straff. Nur hier am Ende, wenn wir hier oben wieder ankommen, ist es so, dass wir nicht wieder so weit abstehen müssen, sondern das sollte nach Möglichkeit genau mit dem ersten Stäbchen bzw. mit diesen Luftmaschen vom Anfang hier aufeinandertreffen. Also die Luftmaschenkette sollte dann nach Möglichkeit keine zwei, drei Maschen mehr länger sein als die Seite. Und wenn wir dann hier oben angekommen sind, das, was wir hier eingangs als Ersatzstäbchen gehäkelt haben, diese drei Luftmaschen, da stechen wir oben in die dritte Luftmasche ein und häkeln eine Kettmasche. Und somit haben wir das Ganze jetzt zur Runde geschlossen. Wir häkeln ab sofort, wie gesagt, nicht mehr in Reihen, sondern in Runden. Und wir beginnen wieder mit drei Steigeluftmaschen und häkeln in diese gleiche Masche, wo diese drei Luftmaschen hinauskommen, nochmal zwei Stäbchen hinein. Dann eine Luftmasche. Hier unten überspringen wir zwei Maschen und gehen in die dritte und häkeln auch dort drei Maschen hinein. Drei Stäbchen meine ich. Drei Maschen. Letztendlich sind es ja drei Maschen, aber als Stäbchen gehäkelt. Dann wieder eine Luftmasche. Hier unten wieder zwei Maschen überspringen, dann gehen wir in die dritte und häkeln auch dort wieder drei Stäbchen. Und so machen wir das jetzt diese ganze Seite entlang. Also immer in eine Masche drei Stäbchen häkeln, danach eine Luftmasche. Und hier unten überspringen wir dann jedes Mal zwei Maschen und gehen in die dritte und fangen wieder von vorne an mit drei Stäbchen in eine Masche und eine Luftmasche häkeln. Unten wieder zwei Stäbchen überspringen, in die dritte gehen und wieder von vorne. Und das jetzt diese ganze Seite entlang, bis wir bei diesem Armausschnitt angekommen sind. Und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier diese ganze Seite entlang gehäkelt, immer diese Stäbchengruppen aus drei Stäbchen plus Luftmasche. Bin jetzt hier am Ende angekommen, habe hier auch schon wieder die Luftmasche gehäkelt und jetzt gehen wir in den Armausschnitt und wir häkeln auch hier immer so hindurch, nicht durch Luftmaschen, sondern durch diesen Armausschnitt und häkeln auch hier immer wieder drei Stäbchen mit Luftmasche.
kaum die Luftmasche gehäkelt und wieder drei Stäbchen hier hindurch. Und eine Luftmasche und das jetzt die ganze Zeit über immer diese Stäbchengruppen häkeln mit Luftmasche dazwischen und hier entlang immer durch diesen Armausschnitt hindurch, nicht durch Luftmaschen. Wichtig ist, dass ihr das auch nicht zu straff macht, das heißt also, dass das hier nachher so gedehnt ist, das wäre dann würde nachher zu eng alles werden und spannen. Es sollte sich natürlich auch nicht kräuseln, also nicht zu viel, weil sonst hat man hier zu viel und das kräuselt sich nachher dann durch diese ganze Kreisweste hindurch. Also so, dass es ganz normal hier so einen Abstand gibt, so eine kleine Lücke und dann weiter diese Stäbchengruppen häkeln. Insgesamt sollte die Anzahl der Stäbchengruppen, die wir jetzt häkeln, mit dieser Oberseite und mit einer Armseite teilbar sein durch 6. Also es muss insgesamt teilbar sein durch 6, die Anzahl. Deshalb ist es hier frei, an diesem Armausschnitt zu gucken. Wie gesagt, es sollte sich nicht stark kräuseln, es sollte aber auch nicht so gezogen sein, wie ich es euch eben gezeigt habe. Aber wenn ihr genauso in diesem Abstand weiter häkelt und das schön glatt und flach habt und am Ende das nachher nicht hinkommt mit teilbar durch 6, dann nehmt lieber nochmal eine oder zwei Stäbchengruppen mehr hinzu in diesen Armausschnitt, dass es nachher teilbar ist durch 6, als dass ihr nachher zu wenig habt. Ja, also das ist ganz wichtig. Wenn es sich dann minimal kräuselt, ist das nicht so schlimm, wie wenn es so stark zusammengezogen ist hier, so gerafft ist. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber wenn es nur ganz leicht am Ärmel oder am Armausschnitt kräuselt, nur ganz minimal, damit wir auf diese Teilbarkeit durch 6 kommen, ist das nicht so wild. Ja, also jetzt erstmal hier diese Stäbchengruppen mit Luftmasche weiter häkeln und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr hier den Armausschnitt auch so behäkelt habt, wie ich euch gezeigt habe, wichtig ist hier dann nochmal die Luftmasche häkeln, die nicht vergessen, nach der letzten Dreierstäbchengruppe. Und dann geht es hier an dieser Stelle genauso weiter. Ich steche hier ins erste Stäbchen der Vorrunde und häkel hier drei Stäbchen hinein. Plus eine Luftmasche und dann geht es genauso weiter wie eben auf der Oberseite, also immer unten wieder zwei Maschen überspringen, dann drei Stäbchen in eine Masche plus eine Luftmasche und so weiter. Und hier zählt ihr dann auch wieder entsprechend mit, dann geht es nämlich auch wieder in den Armausschnitt über, auf die gleiche Art und Weise, wie ich eben gezeigt habe. Und auch dann müsst ihr am Ende wieder zählen, diese Unterseite plus den Armausschnitt mit den Stäbchengruppen teilbar durch 6. Also immer drei Stäbchen zählen als eine Stäbchengruppe und die muss durch 6 dann teilbar sein in der Anzahl. Möglichst, ihr könnt ja abziehen, wie viele Dreierstäbchengruppen ihr hier gehäkelt habt im ersten Armausschnitt und diese dann wiederholen. Dann müsst ihr nicht von vorne entsprechend anfangen, komplett zu zählen. Aber trotzdem dann nochmal hier überprüfen, ob die gleiche Anzahl auch hier vorhanden ist. Insgesamt, wie gesagt, teilbar durch 6. Und wenn ihr dann soweit seid und auch hier einmal ringsrum seid, dann sehen wir uns gleich wieder, wo ich euch zeige, wie man die Runde beendet und wie man die nächste beginnt. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier einmal rum. Bin hier wieder am Anfang der Runde angekommen und ich zeige euch jetzt den Schritt, den ihr immer dann macht, wenn eine Runde beendet ist. Das ist immer das Gleiche. Hier bei diesen drei Steigeluftmaschen am Anfang stecht ihr oben in die dritte Masche ein und häkelt eine Kettenmasche. In das mittlere Stäbchen dieser Stäbchengruppe stecht ihr auch oben ein, häkelt ebenso eine Kettmasche und in das Stäbchen daneben auch eine Kettmasche. Dann seid ihr hier in diesem Luftmaschenbogen. Hier stecht ihr
in diesen Bogen hinein und häkelt auch nochmal eine Kettmasche. Also im Grunde genommen 4 Kettmaschen. Einmal in diese dritte Luftmasche von oben hier, dann in das mittlere Stäbchen und in das äußere Stäbchen. Alles Kettmaschen und nochmal in diesen Luftmaschenbogen, damit ihr wieder hier ankommt. So, ab sofort, das habe ich ja bereits schon ein paar Mal gemacht, aber erkläre ich nochmal. Ab sofort sage ich zu diesen 3 Stäbchen immer eine Stäbchengruppe. Also Stäbchengruppe bedeutet hier diese 3 Stäbchen, die zusammengehören. Und in jedem dieser Bögen hier, Luftmaschenbögen oder Lücken, häkelt ihr 2 Gruppen. Also einmal hier wieder die Steigeluftmaschen, die 3. Dann 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal eine Stäbchengruppe. Dann eine Luftmasche, dann geht ihr zum nächsten Bogen über und häkelt wieder eine Stäbchengruppe. Eine Luftmasche und noch eine Stäbchengruppe. Und danach wieder eine Luftmasche. Dann geht ihr in den nächsten Bogen über und so häkelt ihr jetzt die komplette Runde. Eine Stäbchengruppe, eine Luftmasche, eine Stäbchengruppe. Dann wieder eine Luftmasche, ihr geht über zum nächsten. Eine Stäbchengruppe, Luftmasche, Stäbchengruppe, Luftmasche und dann wieder zum nächsten. Also immer so, dass hier 2 Stäbchengruppen drin sind und in der Mitte eine Luftmasche und hier dann wieder eine Luftmasche zwischen häkeln, bevor ihr in die nächsten 2 Gruppen häkelt. Also immer so, dass es dann im Grunde genommen in jedem Bogen der Vorrunde so aussieht, mit diesen 2 Stäbchengruppen, eine Luftmasche dazwischen und hier nochmal eine Luftmasche häkeln, bevor ihr die nächsten Gruppen häkelt. Also quasi Stäbchengruppe, Luftmasche, Stäbchengruppe, Luftmasche, immer im Wechsel, aber 2 davon immer hier in diesen Luftmaschenbögen drin. Und so, wie gesagt, jetzt einmal ringsherum die komplette Runde und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich bin, wie ihr seht, schon einmal rum und mein kleiner Chefinspekteur hier, der ist auch wieder mit dabei und kontrolliert, dass ich alles richtig mache. So, ich häkle jetzt wieder das mit den Kettmaschen, was ich eben schon bei der anderen Runde gemacht habe, nachdem die Runde zu Ende war. Also Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Kettmasche in das mittlere Stäbchen. Kettmasche in das äußere Stäbchen der Gruppe. Und Kettmasche hier in diesen Luftmaschenzwischenraum. Und jetzt ist es so, eben haben wir ja immer 2 Gruppen in einen Luftmaschenraum gehäkelt. Jetzt machen wir das nur in jeden zweiten. Das heißt, wir starten wieder mit 3 Steigeluftmaschen, häkeln 2 Stäbchen. Und das ergibt ja eine Gruppe, eine Stäbchengruppe. Und jetzt gehen wir schon in die nächste, also häkeln noch eine Luftmasche. Genau, das gehört mit dazu. Und gehen dann schon in den nächsten Bogen über. Aber hier häkeln wir dann 2 Gruppen wieder. Also 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und dann gehen wir zum nächsten Bogen hier über und häkeln hier eine normale Stäbchengruppe rein, also 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, zum nächsten übergehen und hier häkeln wir wieder 2 Stäbchengruppen rein, das heißt also 3 Stäbchen. Eine Luftmasche
und 3 Stäbchen. Dann kommt wieder eine Luftmasche und so geht es dann weiter. Dann kommt hier wieder eine Stäbchengruppe rein, Luftmasche, und dann gehen wir zum nächsten über. Hier kommen wieder 2 Stäbchengruppen, in der Mitte halt eben wieder die Luftmasche, im Anschluss eine Luftmasche und hier dann wieder eine Stäbchengruppe. Und genauso häkelt ihr das jetzt im Wechsel, die komplette Runde, so wie ihr das hier seht. Und dann erkläre ich euch, wie es im Anschluss weitergeht. So, wie ihr seht, ist das Ganze hier rüschenartig. Ich habe mich dazu entschlossen, das so ein bisschen rüschenartig zu häkeln. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr beim am Anfang hier, wo wir diese Stäbchengruppen verdoppelt haben, ein paar weniger verdoppeln. Das heißt, ein paar Mal mehr nur eine Stäbchengruppe häkeln, anstatt in jede Lücke gleich 2 Gruppen zu häkeln. Ich empfehle vielleicht erstmal auszuprobieren mit 2 normalen Gruppen und dann eine doppelte, ne? Also wo 2 Stäbchengruppen und eine Luftmasche in eine kommen. Aber ich finde das ganz angenehm, mal so was Rüschenartiges auch zu häkeln. Und deshalb ist das hier so engmaschig. So, ich habe jetzt die Runde hier wieder zu Ende gehäkelt und mache wieder das Gleiche mit den Kettmaschen. Also eine Kettmasche oben in die dritte Luftmasche vom Anfang. Eine Kettmasche in das mittlere Stäbchen der ersten Gruppe. Eine Kettmasche in das nächste Stäbchen der ersten Gruppe und in den Luftmaschenzwischenraum eine Kettmasche. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Jetzt kommt nur noch in jede dritte, in jeden dritten Bereich eine doppelte Stäbchengruppe. Also eine Stäbchengruppe, in das nächste auch wieder eine Stäbchengruppe. Und eine Luftmasche. Und dann in den nächsten Zwischenraum doppelte Stäbchengruppen, also 3 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal 3 Stäbchen. Dann eine Luftmasche und jetzt geht es wieder von vorne los. Hier eine Stäbchengruppe reinhäkeln, eine Luftmasche. Hier eine Stäbchengruppe reinhäkeln, eine Luftmasche und hier dann wieder eine doppelte. Das heißt also 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und es geht alles wieder von vorne los. Eine Stäbchengruppe, Luftmasche, eine Stäbchengruppe, Luftmasche und so weiter. Also in jeden dritten Luftmaschenraum eine doppelte Stäbchengruppe. In der Runde darauf, das erweitert sich dann immer, gibt es erstmal 3 Stäbchengruppen nacheinander und dann eine doppelte. Und so erweitert sich das immer mehr. In der Runde darauf dann 4 Stäbchengruppen vorweg, bis die doppelte kommt. Und so erweitert sich das jedes Mal, ne? Also in der ersten haben wir hier ja eine Stäbchengruppe und danach die doppelte. Jetzt haben wir 2 Stäbchengruppe, die doppelte. Und danach geht es genauso weiter in dem gleichen Schritt. 3 Stäbchengruppen und die doppelte. Und so wird das Runde für Runde jetzt weiter gehäkelt. Und am Ende ja immer die Kettmaschen häkeln. Am Anfang die 3 Steigeluftmaschen, das natürlich nicht vergessen. Und jetzt wird erstmal weiter gehäkelt von meiner Seite her, damit ich euch dann im Anschluss zeigen kann, wie der Rest gehäkelt wird. So, ich häkel mit euch jetzt den Abschluss. Und zwar ist es so, ihr müsst halt gucken, wie viel ihr an Garn verbraucht pro Runde mit den Stäbchengruppen, weil die verschlingen nämlich sehr viel Garn, wenn ihr diese Rüschen häkelt. Ich habe jetzt hier für meine Größe,
insgesamt 7 Runden gehäkelt. Also nachdem ich hier diesen Armausschnitt gehäkelt habe mit den Stäbchengruppen, insgesamt 7 Runden, wenn man von hier unten anzählt. Mehr schaffe ich jetzt mit diesem Garn nicht. Da müsste ich zur Not einen zweiten Bobbel dranhängen. Möchte ich jetzt aber auch nicht, weil ich finde, das sieht jetzt so ganz gut aus. Und ihr häkelt dann zum Abschluss hier einfach, nachdem ihr die letzte Luftmasche gehäkelt habt, nochmal eine Kettmasche. Und ihr geht jetzt hier nicht nochmal in die weiteren Stäbchen hinein mit den Kettmaschen, so wie wir das bislang gemacht haben, um die 9 Runden zu beginnen, sondern es bleibt bei dieser einzigen Kettmasche. Ihr häkelt dann zum Abschluss noch eine Luftmasche hinzu, zieht die lang, dann könnt ihr den Faden abschneiden. Und komplett durchziehen und fest anziehen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man den Faden vernäht. Das gleiche macht ihr dann auch mit dem Anfangsfaden, beziehungsweise wenn ihr mehrere Bobbel verwendet, habt ihr ja da auch Fäden, die herunterhängen, die dann alle auf die gleiche Art und Weise vernäht werden, so wie ich es euch jetzt zeige. Sei denn, ihr habt bereits eine andere Variante gelernt. Ich mache hier nochmal einen Doppelknoten, damit der Faden auch wirklich sich nicht mehr lösen kann und schlimmstenfalls rausrutschen kann. Dann webe ich mich mit der Nadel hier das Stäbchen runter, bis ich unten bei dieser Gruppe angekommen bin, wo die Gruppe beginnt oder wo die in diesen Luftmaschenraum hineingehäkelt wurde. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich steche einmal zur linken Seite durch diese 3 Stäbchen, ziehe den Faden durch, dann überspringe ich so ein paar Fäden, damit ich wieder zurückstechen kann, damit sich der Faden nicht mehr rauszieht, weil wenn wir auf die gleiche Art und Weise hier durchstechen, ziehen wir den Faden natürlich wieder raus, ist klar. Und das gleiche mache ich dann noch 2-mal. Oder gegebenenfalls 3-mal, je nachdem. Und dann dehne ich das Ganze nochmal, damit der Faden sich nochmal so ein bisschen zurückzieht. Und kann dann abschneiden. Und wie gesagt, das macht ihr dann mit allen Fäden, die noch abstehen. Wenn ihr nach meiner Größe häkelt, nach meinen Angaben, habt ihr dann nur noch den Anfangsfaden. Und dann seid ihr fertig und habt eine wunderschöne Kreisweste mit Rüschen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt und mitgehäkelt habt und würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Häkelanleitung wiedersehen, zum nächsten Video. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Häkelzeit, viel Spaß und bis dann. Tschüss!